Oh, jetzt sind Sie ein bisschen schneller und aufnehmen tut da auch irgendwas. Was vorhin da war, das zum Beispiel ganz komisch, ne? Da bin ich, ohne dass ich das angeklickt habe, ich bin nur mit dem Cursor rüber gefahren und schon war neu beginnen. Obwohl ich hochladen rechts an, also jetzt steht er da immer weiter. Das geht ja nicht mehr, was da vorher stand. Nein, nein, das geht jetzt weiter. Und ich wollte eigentlich weiter anklicken, das ging aber nicht. Ich bin ja nicht dahin gekommen. Versteht ihr, was ich meine? Das ist jetzt hier mein Ernst, ja? Mein voller Ernst. Ich konnte mir noch so viel Mühe geben, ich bin einfach nicht auf weitergekommen mit meinem Cursor. Ja? Genau dasselbe ist eben auch passiert bei Facebook. Auf immer bin ich auf der Seite von Robert Beetz, ohne dass ich die App angeklickt habe. Ganz automatisch. Ja, ja, ich weiß, da wisst ihr alle Bescheid. Nee, wisst ihr nicht. Weil das nämlich unterschiedlich ist. Mal ist es so, mal ist es so. Ja. Und, ja, und so weiter, dann wird's heiter. Ne? Das ist alles so scharf. Ja, ach, ich wollte ja noch mal was zur Telekom sagen. Ja, ich habe vorhin noch mal telefonieren müssen mit der Telekom. Weil, warum? Naja, auf einmal habe ich auf meinem Handy eine Nachricht. Ich möchte mal bitte zurückrufen. Das wollte ich dann auch machen. Das ging nur nicht, weil ich immer wieder da auf diese Auskunftsnummer kam, die 1,99 kostet. Oh, ja, dann habe ich es nachher über die 0800er Nummer probiert, da ging das dann. Dann erzählt mir der Mitarbeiter, sie haben mir einen Brief zugestellt. Ich sage, sie können mir keinen Brief zugestellt haben, weil wenn sie den mir zugestellt hätten, dann wäre der hier angekommen. Nein, sagt er. Und muss erst mal lange überlegen, nachdem ich ihm gesagt habe, weil der hat mich gefragt, wie denn meine Nummer ist. Da sage ich zu ihm, sagen Sie mal, wollen Sie mich jetzt verarschen? Ich unterdrücke meine Nummer nicht, also können Sie die doch lesen. Der wollte mir einreden, dass er das nicht kann. Ja, dann hat er gemerkt, dass ich weiß und dass er mit mir nicht schummeln muss, ja. Hat zwar nicht zugegeben irgendwas, aber hat denn als aus Verlegenheit gesagt, weil ich habe dann gefragt, wo haben Sie denn den Brief hingeschickt und habe ihm die Entschuldigung ja schon in den Mund gelegt, indem er da gut reagiert hat und hat gesagt zu mir, naja, in die Kurfürststraße in Berlin. Ich sage, da kann der Brief auch nicht ankommen. Ja. Da sagt er zu mir, dann können Sie mir nochmal Ihr, ja, kann ich machen, habe ich ihm meine jetzige Adresse genannt, ja. Aber überlegt mal, ne? Vorhin ging auch nicht Sternchen 100, Raute und grüner Hörer ging auch nicht. Ja, habe ich natürlich dann nicht mehr angerufen. Und jetzt geht es wieder. Ist doch komisch, oder? Das passiert alles von alleine. Also, das ist ein Ding. Also, ich finde das gut. Wenn ich naiv wäre, würde ich es ja glauben. Aber da ich nicht naiv bin, also ich bin schon naiv, Gott sei Dank. Ja, ich bleibe das auch, aber nicht in allem, ne? Ja. Das ist so geil, was ich erlebe. Ja, ich finde es schön. Ja? Warum? Naja, weil es schön ist. Also ich habe keine Langeweile. Ne? Obwohl, das stimmt nicht. Eben hast du gerade noch zu dir gesagt, Mensch, was machst du denn jetzt? Kannst du denn jetzt schon ins Bett gehen? Ja, ich habe eben auf der Couch gelegen, im Wohnzimmer, weil da war schön warm, ja, und wollte mich nicht zudecken. Hier muss ich mich zudecken, in dem Zimmer hier. Hier muss ich ja auch richtig dick angezogen sein, ja, sonst hält man das nicht aus. Hm? Aber gut, das ist nicht weiter tragisch, weil damit komme ich ja klar, ja. Damit habe ich überhaupt kein Problem mehr. Gott sei Dank. Hm? So.
Ja, 4 Minuten, 57 Sekunden. Na Mensch, soll ich noch weiterlabern? Naja gut, ich kann ja noch sagen, ich wünsche euch einen schönen Abend da draußen, schönen Feierabend. Für die, die arbeiten wollen. So. Und die, die nicht arbeiten waren, obwohl sie ja auch arbeiten. Wir arbeiten nämlich alle. Das Problem ist immer, dass viele nicht sehen, was wirklich so... Ja, ist ja, es wird ja eh falsch verstanden, wenn ich was sage da in der Richtung. Ja, weil mich hält ja jeder für faul. Also nicht alle, aber ein paar schon. Ja, die denken, ich bin faul. Das ist mir ja, ja, das stimmt in gewisser Weise, weil ich mach's mir natürlich leicht, ne? Aber das schon mein Leben lang. Nur glaubt das keiner. Was ich ja heute ganz gut so finde, sonst wäre ich gar nicht da, wo ich jetzt bin. Ja? Und ja, weil das ist für mich ein Privileg, immer die Wahrheit sagen zu können, ja, ohne dass mir da irgendjemand was für kann. Also das ist ein das ist Lebensqualität vom Allerfeinsten in meinen Augen. Ja? Okay, so, jetzt ist aber Schluss. Ist auch das Letzte für heute, weil es reicht. Ja? Ich will euch nicht zu schlau machen da. Hm? So einfach ist das. Nein, ist mir doch egal. Geil. Ach, schön.